Hallo und willkommen zurück zu Atelier Shelly. Ich habe jetzt ein bisschen Leder gebastelt und so lange dauert das ja gar nicht. 50 klingt zwar viel, aber man kann ja pro Produktion direkt 5 Leder herstellen. Also 4 sind es ja mindestens und wenn man dann einen zusätzlich macht, sind es 5. Und dann freut sich hoffentlich Mutti über die fertiggestellte Arbeit. So, man kann auch bestimmt wieder, ja genau, gedrückt halten. Jetzt nur überlegen, welche ich dann noch aufbewahre. Vielleicht die mit guter Qualität. Ja. Wow, Shelly, du hast die Arbeit fertiggestellt, ganz wie ich es von meiner Tochter erwartet habe. Das ist großartig. Ja, war gar nicht so übel. Und ich bin sicher, dass sie erfreut sein werden, dass du so schnell fertig warst. Ja, das hat ja auch überhaupt nicht lange gedauert. Hier ist deine Bezahlung. Okay, 5000 Gold. Das hätte sich wirklich gelohnt, das früher schon mal in Angriff zu nehmen. Und das nächste Mal finde ich noch eine größere Arbeit für dich. Wart's ab. Ich bin ja froh, dass sie sich um mich kümmert, aber vielleicht meint sie es ein bisschen zu gut. Gut, und dann wollen wir auch direkt rangehen, die zweite personenbezogene Nebenaufgabe abzugeben. Achso, genau, hier hatten wir noch bekommen, ich muss auf Diät und jetzt darf ich halt nichts mehr essen. Ich weiß nur nicht, wie lange. Und genau, wir müssen jetzt hier einfach nochmal zwei Requests erfüllen und wir müssen noch für 100 Kohl Sachen verkaufen. Beides kriegen wir hin. Fangen wir vielleicht mal mit dem Verkaufen an. Denn ich habe ja schon eine Menge Schrott, was hier aber auch nicht sortiert ist. Kann ich das sortieren, bitte? Ach so, die sind zusammengefasst. Genau, Wasser können wir verkaufen. Was bringt denn das? Vier jeweils. Denke, gehen wir mal auf 20 Wasser runter. Tierfleisch. Gehen wir auch mal auf 20 runter. Also wir können ja uns noch Tierfleisch beim Metzger unseres Vertrauens nachbesorgen. Da dieses Kaninchenfell, das setze ich auch nie ein. Es hat nur einen freien Slot oben, nur 15 Punkte Erde, 50 Qualität. Kann auch weg. So, dann haben wir die 100 zusammen. これでよろしいでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございました。 Und freigeschaltet wurde die Aufgabe ja nur, weil ich tatsächlich für 10.000 Kohl schon Sachen eingekauft habe.
Oh. So, dann können wir hier die Sachen mal abgeben. Achso, ein Refuel-Pad habe ich nebenbei auch noch offscreen gefertigt, aber das billigste vom billigen. Yes, yes, I'm there. Ja, du kannst. Ah, das kontaminierte Wasser. Du kriegst von jeder Sorte Wasser 1. Nee, nicht so. So. Yes, yes, tante hat die Gritana. Dreimal Altmetall. Yes, yes. Ich. Okay, was haben wir sonst noch zu tun? Kohle ausgeben. Und Kisten kaputt machen. Nicht Kisten, Fässer. Dann gebe ich direkt mal eben Geld aus. Ach so, und natürlich nicht hier. Genau, wir wollten ja noch neue Ausrüstung machen. Genau. Machen wir das gerade mal. Boah, Miyoka hat aber die Musik wieder laut gedreht hier. Damit wir das machen können, habe ich übrigens schon Stoff und Metallbarren vorbereitet. Von jeder Sorte habe ich einmal was produziert. Auch ganz normale Sachen, also irgendwie Besonderes dabei gewesen. Trotzdem brauchen wir hier noch Palmholz, das habe ich noch nicht hergestellt. Aber hier haben wir zumindest für Wilbel einen besseren Ring. Fangen wir doch damit mal an. Und was mit Metallbarren? Da haben wir. Genau, Ingrid waren die schlechteren und das waren die eigentlich besseren. Aber die Qualität. Trotzdem nehme ich den, weil ich habe da extra hier dieses Vitality Absorb mit reingepackt, was 10% des Schadens uns an Hitpoints bringt. Würde ich auch gerne nutzen. Und dann haben wir hier diesen Ring mit Angriff plus 5. Ein Supplement. Da müssen wir dann natürlich am besten wahrscheinlich grün nehmen oder so. Mal gucken, was es hier gibt. Also rot haben wir schon relativ viel. Also was anderes zweifarbiges ohne rot. Gibt es nicht. Und grün brauchen wir nämlich gar nicht. Ach Mist, den brauchen wir blau. Den brauchen wir auf jeden Fall blau. Gibt's nicht, ne? Kein Blau. Jetzt haben wir so vielleicht Rot und Gelb. Haben wir auch nicht. Dann irgendwas Gelbes, was gute Fähigkeiten hat. Ich brauche Gelb auf jeden Fall, damit ich. Ach nee, Erz kann ich gar nicht veredeln. Ich könnte Lehm und so veredeln. Na, weiß ich gar nicht, ob ich das brauche. Speed plus 5 für diese alten Steine. Machen wir mal. Die haben auch 3 Slots oben. Und dann brauchen wir hier jetzt blau. Alle Attribute plus 5 klingt ganz gut, dafür hat das aber nur Qualität 13. Ich denke, dann nehme ich hier diese anderen blauen.
musste aber sehen, dass ich bei Blau noch irgendwas besser mache. 15 Punkte ist mir zu wenig. Und Blau hat nur einen Slot. Das wird schwierig, das wird echt schwierig. Ich glaube nicht, dass wir das auf plus 10 nochmal steigern können. Guck, ich kann das Erz nämlich doch verbessern. Und 7 Punkte Qualität. Kriegen wir Angriff plus 5, das brauchen wir aber nicht. Ich überlege gerade, ob wir nicht einfach nochmal ein extra Teil erzeugen, wenn wir schon mehr Greifplätze frei haben. Faden haben wir nicht. Property Level machen wir gleich nochmal. Wenn ich jetzt hier Attribut Level plus 2 mache, sind das 8 Punkte, das nützt mir nichts. Und was Besseres habe ich nicht. Also kann ich das auch durchaus mal eben austauschen. Und was Grünes. Ne, wir haben schon Grün. Ne? Trotzdem müssen wir nochmal eben gucken. Vielleicht gibt es ja was mit einem guten Bonus. Alle Attribute plus 5. Oder wir sagen hier einfach Qualität 90. Ich denke, wir machen das auch so mit Qualität 90. So, ein extra. Dann brauchen wir hier Early Edition. Kriegen wir 8 Punkte Rot dazu. Dann kriegen wir nochmal 8 Punkte Rot dazu. Und können dann den Property Level nochmal um 1 steigern. So, was haben wir eigentlich für Properties? Speed plus 5 ist jetzt auch nicht so der Bringer. Was haben wir sonst hier? Okay, wir haben doch nur die 3. Dann lassen wir das mit dem Speed plus 5. Das ist dann gar nicht so übel. Oder Attack plus 5. Ich bleib beim Speed. これでいい。仕上げに入る。できたわ。どの戦力を引き継ぐの？これでいい。これで完成よ。 Okay, das heißt, durch den roten Balken haben wir Angriff plus 10 bekommen und durch den gelben Balken haben wir Genauigkeitssteigerung M bekommen. Und Blau bringt dann wahrscheinlich MP oder sowas dazu. Oh, diese Waffe!
Oh, diese Waffe ist... Ganz genau, für deine Lehrmeisterin. Oh, die sieht aber schön gefertigt aus. Meister Wilbel! Ich bin ein bisschen besorgt. So etwas wie das habe ich noch nie hergestellt. Oh, das ist perfekt gelungen. Mit diesem Teil werde ich jede Menge Magie oder magische Kraft einsaugen können. Aber ist es denn wirklich okay, dass du deinen Besen nicht benutzt? Ich weiß, ich habe ihn jetzt, aber... Wenn dir danach ist, kannst du ihn jederzeit zurückgeben. Okay, ich hätte nicht darüber sprechen sollen. Tut mir leid. Ach, ich mach doch nur Spaß. Der Besen ist ein Werkzeug. Unterschiedliche Katalysatoren werden benutzt, um Magie zu ziehen. Okay, verstehe. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Das wusste ich ja gar nicht. Naja, dass Shelly es nicht wusste, hatte ich ja erwartet, aber dass du es auch nicht wusstest, Miruka? Was heißt das denn jetzt schon wieder? Ist das nicht offensichtlich? Das zählt jetzt nicht als Geldausgabe, sehe ich das richtig? Ich habe Geld ausgegeben. 100 Kohl habe ich ausgegeben. Ich habe hier die Quittung. Warum zählt das nicht? Naja, dann machen wir trotzdem mal hier weiter. Ah, nicht. Ich vergesse sonst wieder die Sachen anzulegen. Mal sehen, wie viel das jetzt bringt an Verbesserung. Achso, sind ja beides die gleichen. Logisch. 31 mehr Angriff und 5 mehr Speed. So, dann machen wir weiter mit... Ja... Okay, die Waffe für Miruka. Exciting. Extra Schaden nehme ich immer gerne mit. Brauchen wir auch nicht. Vor allem hat das Ding auch noch Qualität 50. So, ach, hier brauchen wir noch einen Zweitmetall. Warum? Warum? Ach so. Die können wir einen beliebigen nehmen. Dann nehmen wir hier das, den normalen Ingot. Und hier dann den Holinikait. So, jetzt haben wir da Rot und Gelb. Das heißt, ich brauche also nochmal Grün, wenn nicht schlecht. Gibt es ja wahrscheinlich nicht. Ne? Doch! Das Lester-Meteoriteisen. Und Gravistor. Ich denke, ich nehme den mit Qualität 70. Also ich könnte natürlich auch Blau nehmen, aber kommen wir mit Blau auf 25 wahrscheinlich nicht. Das können wir schaffen.
Dann haben wir aber keinen Gelb mehr. Und hier haben wir dann Gelb. Und können durch Grün dafür sorgen, dass wir zwei Dinge davon herstellen. Und noch eine Property freischalten. Ne, wir können keine zwei freischalten. Wir können nur eine Property freischalten. Ja, Property wäre Defense plus 5. Warum nicht? Erz. Das ist kein Erz. Das ist Eisen, aber kein Eisenerz, ne? Nee. Verstehe ich nicht. Und packen das Ding auch nach vorne. Jetzt haben wir 28, das reicht aber noch nicht. Das andere wird auch nicht reichen. Selbst wenn ich jetzt hier... Attributlevel plus 2 hinzupacke, kommen wir nochmal auf 36, das reicht nicht. Also können wir da das Ding jetzt zu packen. Dann können wir ein bisschen Attribut absorbieren. Das bringt minus 8. Minus 16. Okay, das ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Dann haben wir die Qualität nämlich ein bisschen gesteigert und wir können jetzt hier bei den Attributlevel wieder steigern. So. Und hier auch. Dann sind wir trotzdem wieder über 40. Haben also jetzt einen Gewinn gemacht von 4 Qualität. Also es wird jetzt nicht... Wahrscheinlich bringt es noch nicht mal irgendwas, aber ich versuche trotzdem das Beste draus zu machen aus diesem Produkt hier. So, jetzt haben wir hier die Riesenauswahl. Und entweder auch hier Heilung entziehen, also Lebenspunkte entziehen, oder Angriff und Verteidigung jeweils plus 10. Also ich will auf jeden Fall den extra Angriff haben. Und wenn ich das nehme, das ist egal, ich kann noch eins zusätzlich nehmen, entweder Angriff oder Verteidigung plus... Ich nehme Lebenspunkte Entzug. 10% ist schon eine Masse. Machen wir für Schaden immer so, also wenn jetzt kein Break ist, dann machen wir vielleicht, also kein Burst ist, dann machen wir vielleicht 50 Punkte Schaden, dann haben wir also immer 5 Lebenspunkte, die wir dazu bekommen und sonst auch bei weitem mehr. Angriff plus 5 oder Verteidigung plus 5. Ich bleib mal bei den Waffen hier bei Angriff. Oder ist das... Kriegt man denn 10% Qualität dazu? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich weiß noch nicht, was das genau bringt. Okay, 2 Punkte Angriff bringt. 7 Punkte Qualität bringt 2 Punkte Angriff. Das heißt, ich nehme lieber 5 Punkte Angriff. Was hältst du davon? Jo, und dann machen wir direkt für Hom Hom auch eine bessere Waffe.
Hier haben wir keine Auswahl, müssen wir das nehmen. Da haben wir schon mal grün und rot, das heißt, wir brauchen jetzt noch gelb. Das können wir auch hier nehmen. Nehmen wir also hier das Beste. Gelb 40 ist schon mal nicht schlecht. Oder rot und gelb. Dann haben wir rot schon mal weg. Obwohl ich nicht genau weiß. Warte mal. Es könnte sich sogar lohnen mit dem Riesenfossil. Das wird dann nämlich Damage Absorb und. Was hat das Teil hier? Genau, dann können wir nämlich All Stats plus 7 und Vitality Absorb wahrscheinlich machen. Den haben wir da schon. Den nehmen. Nimm mal den hier. Der hat auch drei Slots da oben. Aber ich nehme den. Weil der ist doof. So, dann brauchen wir Supplement und das ist dann. Das Blaue wird wahrscheinlich wieder nicht reichen, um dann Blau zu machen. Also nehmen wir das Gelbe. So, dann haben wir nämlich Number Plus. Der Gelbe braucht Elite Edition. Nein. Gehen wir vorne. So, jetzt haben wir da auch 40. Dann Herz. Ich bin nur mal neugierig, ob das hier was bringen würde. Irgendwo nein. Attribute absorbieren könnten wir das Grüne. Würde uns 3 Punkte Qualität bringen, also vielleicht einen Angriffspunkt. Property Level bringt uns Speed plus 5. Und das bringt uns Attack plus 5. Trotzdem ein Property Level. Und 3 Punkte mehr Qualität. Ein Dämonenerzschwert. Oder ein Erzdämonenschwert? Nein. Das ist was anderes. Okay, wir können zwar Vitality Absorb machen. Aber das andere kriegen wir nicht. Alle Stats plus 7, das scheint sich nicht auf Waffen zu übertragen, sondern wohl nur auf Rüstung oder so. Gut, auch direkt erstmal die beiden Sachen ausrüsten. Einmal für Miruka. Plus 23 immerhin. Ach so, der hat es natürlich automatisch ausgerüstet, weil wir seine ursprüngliche Waffe ja kaputt gemacht haben bei dem Prozess. So, können wir noch für. Ach genau, für Shelly brauchen wir Palmholz. Das müssen wir erstmal herstellen. Machen wir jetzt auch mal. Erst alle Waffen.
Einmal Palmholz, bitte. Müsste hier irgendwo sein. So ein Brett aus Palmholz. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Das Brett hat auch dann nur einen Slot. Das heißt, jetzt auf grün zu gehen, ist nicht sinnvoll. Dann versuche ich mal die Eigenschaft Critical wenigstens zu bekommen. Naja, begeistert mich also nicht. Okay, wird übernommen. Critical wird hier übernommen. Und dann müssen wir einmal Attribut Absorb auf jeden Fall sagen. Denn diese Elemente, die bringen uns da ja gar nichts. Ich mach's trotzdem, aber es wird wohl nichts bringen. Auch mit Grün hätten wir eine Property freischalten können, die aber auch nur Effect Stability ist, die uns hier nichts nützt. Wenn wir eine Waffe herstellen, bestimmt nicht. So, dann machen wir bei Miruka eine Waffe für Charlotte. Habe ich das nicht gerade gemacht? Ich habe doch Palmholz gebaut, oder nicht? Hä? Palma Board. Also muss Palma Board, muss ich wahrscheinlich noch Palma Wood machen. Genau. So, da haben wir Gelb. Nämlich das. Hier könnte uns Grün vielleicht was nützen. Nein, Grün nützt uns nichts. Doch, wir haben ja schon Grün vorher. Das heißt, ich nehme die Milch, damit wir zwei Slots haben. So, dann machen wir hier nämlich direkt einen extra. Properties würden wir schalten. Effect Power Increase, das ist gut. Holz ist keine Pflanze, ne? Nein. Und dann Attribut absorbieren. Für ein bisschen Qualität. So, jetzt aber eine neue Waffe für Charlotte. Und die will jetzt ernsthaft einen praktischen Besen,
gegen einen stylischen Besen umtauschen. Also ich arbeite ja lieber mit dem praktischen Besen. Also okay, ich gebe es zu, am liebsten arbeite ich gar nicht mit dem Besen, aber wenn es halt darum geht, ich habe entweder ein praktisches Produkt oder eins, was gut aussieht, dann nehme ich halt lieber das, mit dem ich gut umgehen kann. Naja. Stoff. Nehmen wir den. Oder hatte der mehr Slots da oben? Oder hat zwei Fächer frei? Es kann auch sein, dass ich mit den Punkten nicht zurechtkomme. Jetzt haben wir 31, aber spielt der Kostlevel überhaupt eine Rolle? Nee, ne? Achso, mit der 30 Grün. Ja, der ist gut. So, dann eine Waffe. Da hätten wir noch Rot mit drin. Und hier haben wir Damage Absorb mit drin. Damage Absorb ist aber, glaube ich, nur 3%. Ja. Und da wird der ganze Gegenstand 15% besser. 50 Qualität, 35. Dieser Besen soll es sein. Oder echt? Ja, also der hat echt nur 5. Ah, dieser Besen ist es hier. So, da kriegen wir. Das ist ja nicht schlecht. Müssen wir nur noch gelb und blau steigern. Das könnte klappen. Da hätten wir dann noch rot mit drin. Der hat nur 4 Slots da oben, sonst auch nichts. Ich glaube, der wird es dann erstmal. Mal gucken, vielleicht muss ich noch umplanen. Achso, Moment, komm mal zurück. Das wird alles übernommen. Okay. Property Level bringt Verteidigung plus 5. Holz. Sehr gut. Sehr, sehr gut. 107. Es geht also über 100. Stoff. Ja, aber wir müssen auch Blau irgendwie noch steigern. Das ist aber, glaube ich, nur bei den roten Sachen, dass wir das machen können, ne? Ne, doch, Order 3. Aber ich glaube, das bringt nicht genug Punkte. Genau, haben wir nur 36.
Das heißt, wir müssen es da auch noch mal steigern. Aber da fehlt mir dann das ist Holz. Also nicht das Holz, mir fehlt dann ja unten hier das Holz plus 40 Punkte Qualität. Ich gucke noch mal, wenn ich Rot doch mit reinnehme. Also jetzt unten haben wir 83 Qualität, die wir hinkriegen würden. Es war nur der rot hat oder noch was anderes. Der auch, aber der ist nicht gut genug. Und ich habe auch nur einen davon. Oh, und bei der Palme, da können wir gar nichts mit reintun und so. Das war ursprünglich doch schon richtig. Also, wir waren bei Holz. Fabric. Dann sollte er nach hinten. Der kriegt nämlich trotzdem Order plus 3. Und dann können wir nämlich ein Attribut absorbieren. Aber das ist zu viel. Schade. Also dann Property Level. Ach, oder von dem Grünen nur Attribut absorbieren. Ist zu viel. Fallen wir unter die Grenze. Also müssen wir. Nein, den so. Tja. Ach, da haben wir das erstes Mal, zum allerersten Mal haben wir jetzt gerade zwei Properties zu einer neuen verknüpft. Und damit wird es 20% besser. Das bringt 4 Punkte Angriff, ist auch nicht viel, ne? Aber ich will das unbedingt nehmen, damit wir es jetzt einmal benutzt haben. Und dann machen wir nochmal Geschwindigkeit plus 10. Und lieber hier Defense plus 5, denn Charlotte greift ja so mit ihrem Besen nicht an. Und das erste Mal, dass wir eine Sache mit Qualität 100 hergestellt haben. Ich hoffe, das Spiel weiß das zu würdigen. Ausrüsten.